Jo, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Crew. Gemeinsam mit dem Dark Maxon und mir, dem Mario 12. Hi. Ja. Hi. Und wir starten auch schon in die erste Mission, auch wieder in dieser Aufnahme. Mittlerweile sollte Februar sein. Wie geht's euch so im Februar? Ja, pass auf. Ist schön februarhaft. Da ist dieses Ironclad. Ferien, ah. Ich glaube nicht. Ah ja, nicht für alle. Ja, bei mir vermutlich auch nicht. Nicht? Na ja, wie ich mich kenne, vermutlich nicht. Warum? Wenn es blöd hergeht, darf ich nochmal zu Prüfungen antreten. Achso, ui. Okay. Stirb halt. Ja. Geschwindigkeitsrekord oder was? Nein, durch die Checkpoints einfach. Aber nur dann durch die Checkpoints. Aber es gibt ja trotzdem einen Geschwindigkeitsbonus, oder? Ah. Mario, wie war dein YouTube-Jahr 2016 eigentlich? Du, gute Frage. Na, ja. So aktiv war ich leider nicht 2016. Ich habe viel zu tun gehabt. Weißt eh, Matura war ein bisschen im Weg. So, und ja. Da habe ich mich ziemlich daraus gehalten. Das war eigentlich wirklich leider letzte Priorität, aber es ging nicht anders. Ist nicht alles machen. Muss da nicht kommen. Ich glaube, Abi geht vor. Das stimmt, ja. Aber jetzt will ich eigentlich wieder durchstarten. Das glaube ich, sieht man auch, dass ich mich da jetzt sehr bemühe, dass da was Gescheites kommt. Weil wirklich viele meiner Formate jetzt wieder kommen, die ich eigentlich vorher ausgesetzt habe. Ah, ich gewinne dann niemanden mit Rekord. Ich will ja noch erfahren. Du bist eigentlich nur 10 Kilometer vor mir. Ich bin noch drinnen im Ziel. Okay. Hast du ein Lieblingsspiel? Es ist schwierig zu sagen. Ich habe eh schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und es ist echt schwierig zu sagen bei mir, weil es gibt so viele gute Spiele. Da kommt es drauf an. Sagt man es als Point-and-Click-Adventure oder sagt man als Sandbox-Game oder als Horror-Game oder als... Kannst du komplett aussuchen. Ich glaube, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, und damit kann ich es natürlich auch, glaube ich, recht gut beurteilen, ist schon Minecraft. Oder okay. Trains Railroad Simulator. Okay. Also wirklich einer der beiden. Sehr außergewöhnlich. Minecraft vielleicht nicht, aber trotzdem eher außergewöhnlich, wenn es quasi bedenkst. Entschuldigt, dass ich ganz nett esse. Kassel so wird's gemacht. Aber geht es nicht anders. Gebrochener Rekord ist eine klare Botschaft. Die Detroit 510 überlegen. Wenn man hungrig ist, dann muss man halt. Ja, vor allem, ich habe nichts zu Abend gegessen. Jetzt stehen die da und sind nicht die Mönche. Sie lachen dich halt an. Ja. Bist du das eigentlich? Ja, ich war das. Also, wir sind ja gar nicht mehr im Rennen, gell? Genau. Ich fahre auch immer. Ich weiß nicht, in welcher Linie ich danach fahre. Fahren wir dir einfach mal nach. Ja, gerne. Siehst du die leicht auch? Ja. Okay. Ist wahrscheinlich dieses das DLC einfach von vorher. Die geht 21 Kilometer weit, diese Strecke. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das fahren sollten. Meine Entscheidung, wir haben spannende. Ja, das geht zu all new units. Was für neue Missionen hast du denn? Schau es mal gleich an, ich bin nur das Minigame da fertig.
Ah! Und aus ist. Schade, groß. Ansaugsystem gewonnen. Yay! Steigerungsbonus. Ach, statt natürlich. So. Gut, schauen wir mal an. Ah, fortfahren. So, Missionen. Verhaftungsmodus und Freunde bis zum Ende. Sind aber auch beides Missionen alleine. Nein, Freunde bis zum Ende habe ich auch. Okay. Und es geht Koop. Perfekt. Also Minecraft ist dein Lieblingsspiel. Yo, ich hab da was, das du sehen solltest. Mittlerweile nimmer, vielleicht nicht mehr Platz 1, aber ich find's noch immer genial. Das kann ich nicht abstreiten. Okay. Was sagst du? Was ist dein wahres, echtes Lieblingsspiel? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich hab sehr viel Skyrim gesuchtet. Ah, okay. Da habe ich über 350 Stunden. Ja. Entkommen. Ich muss dich schützen, ja. Ah, okay. Nein, nein. Jetzt wird sich gleich wieder kurz raushauen. Dank mir. Verbindung. Sorry. Kein Problem. Gleich nochmal. Ich hab ihn rausgekickt. Zoe, Troy weiß, dass ich die V2 nicht gekillt habe. Was? Wie? Keine Ahnung, aber ich hab seine Jungs am Hals. Bist du aufgeflogen? Ich denke nicht. Aber mit Troy will ich nicht mehr arbeiten. Wo ist denn... Wo bist denn du? Ich hab einmal gebremst und eine Kurve gefahren. Ja, weil ich denke, ich war da ganz hinterher. Ramm irgendeinem. Ja, ich muss dich schützen, aber ich komme dir nicht hinterher. Ja, ich fahr gerade im Kreis, damit du ihn rammen kannst. Okay, das ist natürlich praktisch. Weil ich fahre da gerade ganz verrückte Fahrmanöver über. Ich fahre jetzt Richtung Wald, ich bin rausgekommen. Bist weg von ihm. Durch den Wald ist immer so ein gutes Stichwort, wenn du das loswerden willst, weil dann fahren sie meistens gegen die Bäume. Ja, stimmt. Du selber kannst aber auch gegen die Bäume fahren, wie man gerade gesehen hat. Mission erfüllt. Level 9. Silber. Silber. Gewichtsreduktion, nicht Geschwindigkeitsreduktion. Das wäre nicht sehr vorteilhaft. Nein. Was haltest du von tragbaren? Oh. Na, nicht du, sondern der Computer soll kaputt. Soll ruhig sein. Achso. Was haltest du von tragbaren Beamern? Okay, ich bin okay. Von tragbaren Beamern, ja. Wie ich habe mir da letztens angeschaut, mittlerweile sind die echt akzeptabel. Und ich denke mal, das wäre doch viel gescheit. Die kosten mittlerweile nur 700 Euro oder so. Das ist vollkommen. Ja, klar. Weniger zum Beispiel. Ja. Teilweise. Ja, und das ist doch viel rentabler für Schulen oder solche Sachen. Die kannst du ohne Kabel verwenden, teilweise sogar. Ich meine, so kannst du das für dich privat natürlich auf jeden Fall. Und das voll lauern zum Zocken auch und so. Aber. Ich meine, jetzt, ich denke da so weit sogar an Schulen oder solche Sachen. Nie wieder Beamer tragen. Wo fährst denn du hin? Hast du jemals Beamer tragen müssen?
Nein, aber mit diesen Wagen und mit dem Aufzug fahren und so weiter, ist voll unschön. Ach so, ja. Solche Sachen. Weil bei mir in der Oberstufe hat jede Klasse einfach so schon ihren Beamer gehabt in der Klasse. Ja, das haben wir dann am Ende auch gehabt, aber müsste ja nicht mal sein, weißt, wenn es gute solche Beamer wären. Weil die kannst du nämlich auch ganz nah an die Wand ranstellen, das ist wurscht, macht nichts. Also ganz nah im Sinne von 2 Meter maximal, brauchst nicht die ganze Klasse umräumen. Aber ich meine jetzt natürlich, wenn du das jetzt schon aufgehängt hast in jeder Klasse, ist wurscht, dann kommt es aufs selbe raus. Aber so kannst du auch notfalls kannst nur der Lehrer mitnehmen, weißt du, da hat jeder Lehrer dann einen eigenen Beamer, so teuer sind die dann nicht mehr und fertig. Und da kannst du gar vom Handy aus dann beamen, Sachen aufbeamen. Und das ist halt ziemlich cool. Das denke ich mir so für einen privaten, ja, aber ob du jetzt jeden Raum deswegen gleich abdunkeln kannst und sie überall verwenden kannst, das ist mein Problem. Dass ich mir denke, dass das Problem sein wird. Da hast du vielleicht recht, ja. Ah, wir stehen da im Feld. Ja, was ist denn deine nächste Mission? Der Chauffeur. Der Chauffeur. Schon. Ja, wie gesagt, das habe ich schon alles. Den ersten Start habe ich schon erledigt. Perfekt. Warte mal, Crew-Mission annehmen. Los geht's. Hi, Herschel hier. Das war in meinem Treffpunkt. Fahr hin und wir können reden. Euphorismus, glaube ich, ein bisschen zu groß gestochen damals. Genauso wie ich im ersten Start alle Satelliten gesucht habe und alle Fahrzeugteile. Bring mich an diesen Ort, schnell. Wir reden unterwegs. Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Ja, der Auftrag wird ausgeführt. Musst du ihn vielleicht eigentlich auch führen oder schützt du uns? Ich muss ihn auch führen. Danke! Ich versuche gerade schön durchzukommen und du einfach so hinten so. Bam! Ja, ich wollte einen Drift hinlegen. Sag das doch. Ich fahr ein bisschen riskanter. Ah, Fululu. Fululu. Sodawasser. Mit Himbeeren. Ob ich das jetzt noch schaffe, die 300 Meter euch einzuholen? Ja, okay, das schaffe ich locker. Wenn wir so drum hinter. Ich bin nämlich ein jetzt früh abgebogen. Ah, okay. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin wie vor. Schaffst du das? Ja, gut. Packen wir es an. Ah. Das wollte ich nicht. Ich werde mir noch das Auto ruinieren. Das auf jeden Fall. Ah, ob ich das schaffe in der kurzen Zeit noch. 1 Kilometer in 30 Sekunden ist nie. Warum hat er jetzt plötzlich so schlechte Bodenhaftung? Ja, das brauchst du dich in dem Spiel überhaupt nicht fragen. Okay, ich werde es noch schaffen. Wirklich? Ja. Ah, warte mal, wenn ich jetzt hier eins auf. Bin drinnen. Passt. Nein, ganz knapp nicht. Ich gehe aber nur 100 Meter oder so. Stufe C. Dafür nur Bronze. Nur 21. Entweder habe ich das schon mal in Silber oder in Gold abgeschlossen. Okay. Ich da krieg Reifen gewonnen nochmal. Oh, die Reifen schon aber geil aus, die du da hast. Wahnsinn. Ja, ich habe mich mit dem ganzen Customize-Show ein bisschen gespielt. Ja, das sollte ich auch mal tun. Sauberes Fahren. Gegen den Troy. Jetzt arbeiten wir gegen den Troy. Genau.
Irgendwie arbeiten wir immer gegen alle, die uns zuerst helfen. Nein, der Troy wollte uns ja loswerden. Ja, ich weiß. Schlage Troy, hol mir mein V vor und du bekommst dein Tattoo. Das ist jetzt dann die nächste Mission. Schaff dir einen Namen zu machen. Ein Geländer genau. In New York hat sich über das 510-Net gemeldet. Du, kannst ihn du bist irgendwie in einer Mission, habe ich so das Gefühl. Ja, ich kann ins Gelände wagen quasi in New York. Sie sind ideal für wechselndes Terrain. Genau richtig, wenn du nicht starten. Weißt, was kommt. Geländeausstattung passt da, wo der Straße nicht zu trauen ist. Schön. Serien, Polizei, Motorräder, Straßen, Gelände. Na, Gelände kommt erst. Ja, ich habe jetzt gerade Geländedings gekriegt. Grift, Monster Truck, Dragster. Wie heißt denn die Mission? Das ist keine Mission. Ach so. Ich habe den Händler von dort. Ah, okay. Jetzt habe ich mehrere Sachen. Taschenspielertrick, Testfahrt, erbitterter Zweikampf und Oma. Erbitterter Zweikampf, Testfahrer und Taschenspielertrick. Testfahrt und Taschenspielertrick, ja. Gut, machen wir von unten nach oben. Was ist jetzt unten? Taschenspielertrick. Passt, ja. Dann kommt Testfahrt und dann kommt Oma. Ja. Und was ist ja mit der Bieter der Zweite? Also das ist kein gemeinsam. Genau. Einer von Troys Leuten. Einheimischer. Bin dran. Wir wollen die Rennszene im ganzen Mittelwesten beherrschen. Schlag die Kerle aus Chicago. Gut. Jetzt geht's los. Eins, go! Go! Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, weil es gerade perfekt passt von der Aufnahmelänge her. The Crew. Ich hoffe, ich habe dir das jetzt nicht irgendwie zu plötzlich gemacht, aber es wäre halt wirklich perfekt passend. Negativ. Was negativ passt, nicht perfekt? Passt's. Also. Ja, ich habe mich verfahren. Schon wieder. Was hat er denn jetzt plötzlich für ein Handling? Der dreht sich komplett durch. Ja, das ist nicht Straße. Das ist das Problem. Das ist nicht. Ich schon ein Auto, ein Geländeauto. Nicht unbedingt. Ich traue mich wetten, am Ende endet das Rennen wieder auf der Straße und dann hast du dort wieder ein mieses Handling. Na, ja. Was sag ich? Er hat erstes gerade ein bisschen weit weg zu mir. Habe ich nicht erwischt. Ganz knapp nicht. Früher Checkpoint. So. Ich weiß nicht, ob das noch was wird bei vier okay. Checkpoints. Glaube ich nicht, wenn der knappe 250 Meter weit weg von mir ist. Braucht man seine erste Bombe, wie bei Mario Kart. Achso, so 8er Bombe. Genau, die vom 8. den ersten einschlägt. Du sagst immer 8er Bombe, ich hab dazu immer 1er Bombe gesagt. Meinst du diese blaue Schildkrötenpanzer da? Genau. Ja, es gibt dann auch noch das 8. Item, da tust du einfach 8 verschiedene Items raushauen. Bin Erster. Perfekt. Wow. Keine Ahnung wie, aber ja.
bin Dritter. So. Hauptsache drinnen. Genau, ja. That's what she said. Ja, ich weiß, dass ich missgefahren bin, Computer. Hm? Ich weiß, dass ich missgefahren bin, Computer. So, fortfahren. Auf zur nächsten Mission. Yay! Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass man auch gleich zu einer nächsten Mission gehen kann. Ja, du musst halt immer ein bisschen herumfahren dazwischen. So, lädst du mich gleich zur nächsten an? Testfahrt. Wie schnell er bremst da plötzlich. Okay, ja. Und davor braucht er ewig fürs Abbremsen. Ah, die Strecke war das. Und eine geile Karre. Schön. Wir fahren jetzt durch die Berge. Yeah. Schätzchen für ein paar Schmuggelaktionen nutzen. Finde heraus, was es kann. Bring's ans Limit. Bring's ans Limit. Das sagst du nicht. Zweimal. Wir haben schon einen Zeitrekord auf der Strecke. Ich muss nur wissen, wie der Wagen performt. Halte ich nicht zurück. Oh, geil. Ah, fuh. Ich hab... Ach. Dieser Wagen verzieht so scheußlich, wenn er in die Luft kommt. Das stimmt eigentlich. Ah, du nimmst von den Checkpoints weg. Ups, Entschuldigung. Weil ich ein bisschen schneller und punktgenauer lande als du. Das mag sein, ja. Du kannst das ja halt noch besser. Ich bin das Ganze schon mal gefahren, im Gegensatz zu dir. Oh, ups, versenkt. Wo ist der Checkpoint da hinten? Ah nein! Warte mal. Weiter so, Kumpel, fast da! Ich weiß halt nie, wo man genau fahren muss, das ist halt immer blöd. Bin gleich im Ziel. Passt. Die Sandtour ist bald leer, Kumpel. Oh. Mist. Wie du in der Brasse. Aufhängen, gewonnen! Müsstest du mal so ein Gewinnerporträt-Screenshotten? Ja. Und als Thumbnail verwenden, sieht auch sicherlich ganz cool aus. Das stimmt, ja. Ein Gewinnerporträt? Wo? Wie ist denn das? F10 bei Fraps. Also du meinst, dass ich quasi während der dort steht? Genau. Foto machen, ja. Okay, Hirsch, das Ding ist spitze. Mehr wollte ich. Das Ding ist scheiße. Ja. Damit kann sogar meine Großmutter noch besser fahren. Auf LSD. Was mag sein? Ich meine, ich hab's im Land nicht so schlecht gefunden, aber in der Luft war es halt scheiße. Ja, genau. Sobald du irgendwie aufkommen hast, hat's total verzogen. Ja. Auf die Autobahn auf.
wenn du zu weit kommst. Ich war fast drauf. Die Mission beginnt gleich. Pack die Koffer. Du fährst nach Vegas. Auf Urlaub? Ui. Ja. Wieder falsch. Du musst einem Mitarbeiter von mir einen Gefallen tun. Ich bin nicht ein Laufbursche. Das ist Arbeit. Er ist ein, sagen wir, Logistikexperte. Schwierigkeit, normal. Ich will ihn in der Crew. Hat er Namen? Omar. Wir brauchen den Kerl. Triff ihn in Vegas. Und wie fliegt das Auto mit? Ich hab keine Ahnung. Es wird hingeführt. Es hätte aber auch nicht sehr viel Sinn. Ja. Oh, Vegas. Die Stadt der verlorenen Träume. Jetzt fahren wir im Taxi oder was? Wahrscheinlich, ja. Bitte nicht. Du so ist man? So würde ich es nicht ausdrücken. Du musst Omar sein. Wenn Zoe dich geschickt hat, bist du gut. Du musst ein Rennen für mich gewinnen. Ich habe eine Menge Geld gesetzt. Schaffst du das? Ist die? Ja. Nicht mit dem scheiß Auto. Das stimmt schon wieder. Blende den Chat aus. Ah, Gelände wieder. Das sollte halbwegs gehen. Warum muss ich immer von ganz hinten starten? Und du nicht. Na, du besser bist du. Zoe sagt, für dich soll das ein Kinderspiel. Na, jetzt tun wir beide von ganz hinten starten. Danke dir. Boah, das sind ja lahmst. Schrecklich. Vor allem das Nitro baut sich auch nicht gescheit auf. So, Checkpoint erreichen. Ja, immer durch die Masse durchschlängeln. Genau. Das ist das Beste in diesem Spiel. Bin direkt hinter dir, also. Gut so, wenn du nicht vorne bist. Du meinst, dass du wenigstens sein Rennen gewinnst, oder was? Ja, genau. So ungefähr. Endspurt. Okay, mit dem Auto kann man auch nicht wirklich sehr schnell unterwegs sein. Chanel. Und jetzt wahrscheinlich so, und jetzt kommt das echte Rennen. Genau. Nein, wie dich könnte ich in der Crew gebrauchen. Bin dabei. Mabel Zoe will, dass ich in New York was auf die Beine stelle. Was ist in New York? Wirst du merken. A bientôt, Alex. So, und weiter bin ich auch nicht in der Story. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Cool. Vermutlich. Aber du bist Stufe 14 gewesen danach. Wuhu, Stufe 17. Wow, nice. Oh, Gold. Schön. Gewichtsreduktion gewonnen. Tempo-Bonus. Tempo-Bonus. Schön. Fortfahren. Ja, dann würde ich mal sagen... Oh, meine Aufnahme hat aufgehört. Aufzunehmen. Ja, das heißt, bei mir seht ihr noch die schöne Schlussszene. Genau, und dann... sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Wenn es heißt... Le. Le Crew. Crew. Le Crew. Le Crew. Das Duell um die Welt. Mit Autos. Genau. Ha. Oh. Genau, unser Duell um die Welt. Wer macht mehr Schaden? Genau. Na gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Mittagabend oder morgen. Ja, perfekt. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.